Bei den Obereisenbuchners in Garching an der Alz hat sich viel getan. Die Alztaler Hofmolkerei, die zum Hof der Familie gehört, hat in den vergangenen Monaten einen neuen Hofladen bekommen. Von der kleinen Milli-Werkstatt zum großen, breiten, modernen neuen Hofladen. Und wir schauen uns jetzt an, was für Produkte man dort im SB-Laden übrigens kaufen kann. Die Familie betreibt die Alztaler Hofmolkerei und hatte sich im vergangenen Jahr Gedanken gemacht, wie ein kleiner Hofladen aussehen könnte. Überregionale Bekanntheit haben die Produkte aus dem Alztal über die Wochenmärkte und als Lieferant für die Sterne-Gastronomie bereits erlangt. Aus der ehemaligen Hofwerkstatt ist ein großzügiger, moderner Hofladen geworden. Ihr Hofladen ist gerade frisch renoviert und eröffnet. Was können die Kunden bei Ihnen kaufen? Ja, bei uns gibt es unsere Produkte frisch aus der Produktion im Hofladen, wie man es sonst von unseren Wochenmärkten kennt. Und ergänzt um andere sehr interessante regionale Produkte und alles, was zu Milch und Käse noch passt. Ich habe gesehen, von 6 bis 21 Uhr, Sie haben ja sehr großzügige Öffnungszeiten. Wie stemmen Sie das mit dem Personal? Ja, das habe ich leider nicht, aber ein gutes System gefunden. Wir betreiben unseren Hofladen als SB-Hofladen. Das heißt, man kann selber sich bedienen wie in einem normalen Laden und an einer modernen Kasse mit Touch-Bedienung oder mit Scan-Funktion kann man die Produkte eingeben und dann mit Karte zahlen. Frische von der Weide auf den Tisch ist das Motto der Hofmolkerei. Die Milchprodukte sind ja direkt aus ihrer Produktion und können jetzt auch verpackungsfrei gekauft werden. Ja, durch das, weil wir eben direkt neben der Produktion gleich unseren Hofladen haben, können wir einfach die Buttermilch zum Beispiel aus dem Butterfassel auslassen in einer Edelstahlkannerei und die steht dann bereit für die Kunden zum selber zapfen. Das ist ein System, so kann man eben Müll am besten vermeiden. Also dann probieren wir das mal aus, wie das funktioniert und wie das abholen, ja, und verstehen mit dem Überlassen. Also ich habe natürlich jetzt keine Flasche dabei, aber ihr habt ja Pfandflaschen zum Mitnehmen und dann einfach auf und da kommt schon der Mangolas hier, da frei wird jetzt. Das ist ja schön. Super. Ja. Die Produkte im neuen Hofladen sind von bekannten Marken aus der Region. Der Antersdorfer Mühle, dem Bauerts Aed aus Kirchweidach, Baruli Café, Honig aus dem Alztal, Müsli-Auswahl von Bahnhofs aus Mühldorf und auch Kartoffeln aus Tahating fehlen nicht. Die eigenen Produkte aus der ganzen Breite der Milchprodukte von Käse, Ricotta, Joghurt werden dann noch ergänzt um Öle von der Bruckmeier Mühle, Weine und einige ausgesuchte Spezialitäten. Also, das hat jetzt schon ganz gut geklappt mit dem Abfüllen aus dem verpackungsfreien Joghurtangebot. Schmeckt auch sehr, sehr gut. Und für alle, die vielleicht eine Radeltour durchs Alztal machen oder eine andere Seite des Landkreises durchqueren, man kann hier auch für eine schnelle Brotzeit einkaufen. Schauen Sie vorbei im Hofladen der Alztaler Hofmolkerei.